unterlädt. Das sind alles Verkäufe, die weg sind. Weil die Person hätte sich ansonsten die komplette GameCube-Bibliothek eben auch gekauft für mehrere tausend Euro. Auf jeden Fall. Das ist die Logik dahinter. So, wir machen mal, komm Leute, wir machen mal gerade mal den Trailer. Einfach nur mal, ich habe ihn gerade eben schon mal kurz gesehen. So, Silent Hill Ascension Trailer. Oh, Analdrüse. So. Hey, danke Twitch, dass ich das schreiben darf. Ich hatte schon Sorgen gehabt, dass Twitch mir wieder irgendwelche Wörter verbietet oder so. Weißt du, und teilweise auch medizinische Sachen. Finde ich nicht okay. Hatten wir alles? Ich glaube, ich kann es so ein bisschen, ja. I can feel it. Your guilt. So thick, it chokes the air. You want to know how you can escape from this place. But you can't. Any more than you can escape yourself. And the pain you carry. It fills you up. Like a sickness. A disease. Ich wünschte, weißt du, manchmal wünschte ich wirklich, Silent Hill 2 hätte es einfach nicht in den Westen geschafft. Manchmal wünschte ich mir, Silent Hill 2 wäre einfach nie populär geworden. Dass Motherfucker endlich mal damit aufhören würden. Silent Hill ist gleich Schuldgefühle. Das ist das, was Silent Hill ausmacht. Silent Hill ist einfach nur Schuldgefühle. Leute haben irgendetwas getan, fühlen sich dafür schuldig und müssen jetzt gepeinigt werden. Und das ist jedes fucking Spiel. Das ist einfach so, Team Silent, hey, wir haben 4 verschiedene Spiele gemacht, die alle unterschiedliche Dinge irgendwie untersuchen. Ja, eins davon, da ging es auch darum, dass Leute, die hier nach Silent Hill gekommen sind, eben auch dafür da waren, ne, um so gefühlt, von ihren Schuldgefühlen getrieben, dass sie dafür auch dann eben in Rechenschaft gezogen werden, so ein bisschen. Oder zumindest das Ganze dann zu verarbeiten. Das ist jetzt die ganze Serie. Dafür ist die Stadt da. Was irgendwie eigentlich damals auch gemacht wurde in Teil 1 und Teil 3, wofür Teil 4 irgendwie. Nee, das ist scheißegal. Silent Hill, das ist einfach immer nur, du hast schlechte Gefühle. Das ist einfach nur für Leute, die vergessen haben, in der Kirche beichten zu gehen. Dafür ist diese ganze Serie da. Silent Hill ist einfach nur eine riesige Therapiesitzung für alle beteiligten Charaktere. Es ist so langweilig. Und deswegen finde ich das auch ehrlich gesagt wesentlich interessanter zu sehen, was hier das Studio von hier Observation macht damit. Und vor allem Silent Hill F. Wo spielerisch habe ich da ehrlich gesagt kein Vertrauen wegen des Studios und was die halt vorher nur gemacht haben. Aber das Art Design und eben auch die Handlung, die von hier Ryukishi 7 geschrieben wird, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Interesse dran. Und ich gehe davon aus, dass er auch was anderes kreieren wird als, du hast aber wieder heute Morgen zu laut gepupst neben dem Kind und dafür fühlst du dich jetzt schuldig und jetzt musst du ins Gefängnis. Und dein Pyramid-Head ist ein riesiger 5-Jähriger mit einem Po als Gesicht, der dich anfurzt. That you pass on to everyone you meet, everyone you love, even your children. Das ist das, was ich meinte. Das ist nicht von Annapurna, das ist von den Leuten, die Observation gemacht haben. Das ist nur von denen mit gepublished. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ich weiß nicht mehr, wie das Studio heißt, aber das ist das. Because no matter how hard, how fast, how far you run. Die Animationen sehen so scheiße aus. Holy shit, ey. Was ist das denn? Come on, ey. Weißt du, wir können. Es ist 2023. Ich glaube, wir können Jacob's Ladder ein bisschen besser imitieren mittlerweile. Fast, we'll catch up with you. Oh. Alter, der fetteste Typ auf Erden. Und bewegt sich einfach, als würde er 2 Gramm wiegen oder so. Da ist überhaupt kein Gewicht in irgendeiner der Animationen. Aber das ist jetzt die beste. Ich liebe die Animation. Ich liebe die Animation so sehr. Oh yeah, baby. Tick, 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 tick.
Das ist so scheiße. Das ist so scheiße, die Animation. Oh, es ist super. Auch dieses fucking einfach, was ist das hier? Warte mal, wo war das Gesicht? Bruder. Da können wir nochmal. Weißt du, wenn ich da zu lange draufhalte, dann kriege ich wahrscheinlich irgendeinen Age-Restricted Claim. Was ist das? Ist das The Artist's Barely Disguised Fetish? Huh? Was für eine Symbolik soll mir das wieder irgendwie aussagen? Oh Gott, kann nur von dem, kann Schwachstelle, beste Waffe gegen diesen Gegner, Saints Row 3, Dildo-Bat. Tick, 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 tick. Das ist so super. Oh. Alter, das auch. Face your trauma together. Leute, wirklich? Wirklich? Wir machen einfach mit dem, guck mal, das Interessante an unserem Spiel, alle unsere Charaktere haben unterschiedliches Trauma. Yeah, baby, das ist das, was wir hier irgendwie darstellen müssen die ganze Zeit. Yippie, das ist voll cool und normal. Oh. Und wahrscheinlich gehen sie damit auch hervorragend um. Oh. Ja, das wird eine Katastrophe. Vor allem, das wird auch nicht mal so aussehen, garantiert. Oh. Bad Robot, Behavior, Genvid. Weil die Sache ist, wenn du dir halt mal die anderen Sachen anguckst, an denen die gearbeitet haben, das sieht halt aus wie PSP-Spiele. Oder nicht mal. Also das ist wirklich grauenhaft. Alle Projekte, an denen die vorher beteiligt waren, das ist wirklich die langweiligste Scheiße, die du jemals gesehen hast. So, deswegen, wenn du hier so, selbst die CGI-Trailer sehen halt schon irgendwie kacke aus. Und dann, wenn richtiges Gameplay kommen wird. Vor allem, weil das ja so Sachen sind, die waren spielerisch, das sind immer so halbe Idle-Games gewesen. Wo du dann irgendwie die Charaktere dann zuguckst und dann, die Leute gehen dann da durch und dann wird irgendwie kollektiv eine Entscheidung getroffen und sowas. Boah, ich freue mich da mega drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Oh yeah, baby, sign up. Let's go. Oh, ich möchte auch daran teilnehmen. Wird wahrscheinlich dann im Browser gespielt wieder? Weil das ist halt die Sache, ne? Wenn du siehst, ey, warum ist denn da gar keine Konsole oder so? Weil die ganzen Sachen einfach mobile und im Browser gespielt wurden immer. Deswegen, also da braucht ihr nicht irgendwie so eine Art, weil das sind einfach dann nur Zwischensequenzen, die man sich ansieht. ich muss mal kurz gucken, wo ich das gefunden hatte. War das bei... Ich hatte auch zuerst The Milf Company gelesen. Wenn du dir halt so What We Do, da Examples. Und dann guckst du dir dieses Walking Dead Ding an, was Leute auch mitbekommen haben, so das. Davon reden wir. The Walking Dead Last Mile is a new innovative gaming experience that puts you, the fans, in charge. You'll meet an all-new cast of characters. So, das ist das Level, von dem wir hier gerade reden. So, das heißt, wenn ihr diesen Trailer anseht und denkt so, ja, komm, Björn, das sieht jetzt halt nicht so hervorragend aus, aber weißt du, ist ja zumindest noch irgendwie hier so ein bisschen irgendwie realistischer Stil oder so. Und dann guckst du einfach mal an. Und das ist das visuell Beste, was sie bisher jemals gemacht haben. Askin Village and influence their stories. But be careful, the decisions you make could be life or death for this small community. Pitch in to help the community or... So, darauf könnt ihr euch freuen. Darauf, auf so einen Scheiß könnt ihr euch freuen. Nicole Brown, as I host an interactive stream every Monday, where I will talk with special guests, show never before seen. So, ne? Hier, guck, da gibt's auch Trailer und du guckst die Trailer zum Spiel, die sehen gar nicht so verkehrt aus. Und dann guckst du dir das Spiel an und das ist einfach nur der größte Scheiß, den du jemals gesehen hast. On Facebook right now, so you don't miss a day of the action. Remember, your survival depends on you. Warte mal, Last Mile ist das, ne? Und dann gucken wir mal gerade. The Walking Dead Last Episode. Einfach mal Livestream, da Gameplay. Und dann guckst du dir mal Gameplay davon an. Oh,
Sarah and the dogs can always use external supply runs and safe. Every bit counts. Don't miss any and make sure. Warte, ah, verdammt. Wow, this is trash, man. Das ist really? Warte. What's happening? Wow, this is trash, man. So, das, darauf really? Könnt ihr euch einstellen. Already? Darauf könnt ihr euch einstellen. Ich hab das damals recherchiert, als es angekündigt wurde, noch in der Nacht, und habe es auch in meinem Video nochmal darauf hingewiesen. Aber das ist das Gameplay. Das ist einfach so hier so ein Idle-Clicker-Scheiß und dann zwischendurch kommt sowas, Defeat the Walkers. Riveting Gameplay, hä? Weil, denkt dran, das sind Sachen, die im Browser und eben auch mobile dann irgendwie gespielt werden. Und das ist einfach nur so, das Einzige, was Genvid halt auch hauptsächlich macht, ist halt, dass wir, wir haben diese Technologie, wo wir dann mehrere Antworten und Daten und Livestream-Kram von den Leuten irgendwie verarbeiten können. Und wir können das Ganze dann miteinander verbinden und die eigentlichen Spielsachen sind dann so, ja, ist halt genau das. Und das ist das größte Projekt, was die jetzt bis Silent Hill Ascension hatten. Das andere davor sieht noch schlimmer aus. Da gab es irgendwie auch noch, weißt du, das ist, ja, aber die haben noch Geld, die kriegen auch diese ganzen Schauspieler und sonst was. Und da gab es nämlich auch eine Sache. Warte, ich muss noch mal kurz nachgucken. Genvid. Das war ein Ding, das wurde auch vorgestellt von Will Wheaton. Das lief dann nur über Facebook. Ich glaube, das war das Rival Peak? War das irgendwie... Ja, genau, das ist einfach von fucking so hosted von Will Wheaton auf Facebook. Is an experimental competition reality show where we throw 12 contestants into the woods to survive, overcome obstacles, solve puzzles and develop allies. So, also Will Wheaton, a collectively accepted neural. Ja, weißt du, du hast dann so die ganzen Clips und auch so das Footage von ihm und sowas, das wird dann halt von anderen Firmen dann auch erstellt. Wo es dann, du guckst das an und dann denkst du dir so, das ist ja zumindest irgendwie qualitativ irgendwie hochwertig gemacht oder so. Und dann wird es einfach nur mit irgendeinem Scheiß verbunden. Right up here. You, the audience, will be able to make choices that influence the actions of our. Und das ist der Trailer davon. Das Gameplay davon sieht noch schlimmer aus. Warte, wir machen mal Rival Peak. Es ist Trash Tuesday, Leute. Was habt ihr erwartet? Official Trailer? My first 2 hours. Gucken wir mal rein. Wir sehen ja da. Aber hey, es hatte Will Wheaton, der zwischendurch erzählt, wie die Entscheidungen verlaufen sind. Und das denkt man vielleicht, was? An solche Projekte haben Konami gesehen und denen Geld gegeben. Ja. Ja, deswegen. Weil Konami natürlich dafür bekannt ist, sich immer die besten und auch die passendsten Studios für die Projekte auszusuchen und denen dann natürlich auch alle nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aber das hat sich ja natürlich auch total geändert, komplett. Ja. Weil es ist so, fuck Konami.